Und wieder muss die Polizei bei einem Promi-Pärchen eingreifen. Nach Sarah und Pietro Lombardi sind es Ex-GZSZ-Star Cilla Shahin und ihr Mann Hannover 96 Ersatztorwart Samuel Shahin Radlinger. Der Fußballprofi feierte zum Wochenstart seinen 24. Geburtstag und ließ sich anschließend von seiner Frau nach Hause fahren. Eine Streife hielt die beiden an. Weil Cilla ihren Führerschein nicht dabei hatte, wurde das Ehepaar von den Polizisten nach Hause begleitet. Dort musste die 30-Jährige pusten. Dann brach Streit zwischen dem Beamten und dem Paar aus. Die Bild berichtet von Schubsereien. Daraufhin ging es aufs Revier. Nach einer Stunde durften Cilla und Samuel wieder nach Hause. Cilla hatte 0,4 Promille, die Obergrenze für Autofahrer liegt bei 0,5 Promille. Trotzdem sagt der Oberstaatsanwalt Thomas Klinge, wir ermitteln wegen Beleidigung und Widerstand. Das ist ja mal so gar nicht gut gelaufen für das Paar.